zwei, drei. Der vierte muss doch hier sein. Aber ich finde ihn nicht. Okay, mach mal kurz einen Cut. Ich muss echt suchen. Ich habe keine Ahnung. Der ist irgendwo hier versteckt. Hey, yo, Freunde. Euer Mr. Druid mit dem Käffchen in der Hand. Ich grüße euch. Prösterchen. Alex wieder am Start, unser Kameramann. Hallöchen. Alex, heute haben wir was Besonderes vor. Ja. Die Leute werden auch bestimmt sehr, sehr neugierig sein, was wir heute machen. Schon wie im Titel zu sehen. Bero Glühkerzen. Ganz, ganz dringender Fall innerhalb der Familie. Der Wagen ist permanent im Notlauf. Also der geht direkt in den Notlauf, weil er meldet Glühkerze hier und da. Ich habe das auch ausgeschaltet, beziehungsweise jetzt gar nicht mehr auf dem Laptop aufgerufen, weil ich einfach definitiv müssen wir hier die Glühkerzen tauschen. Wir werden wieder unser Package verwenden, weil heute geht der Rekord weiter in Richtung 29. Wenn wir die Glühkerzen rauskriegen, haben wir 29 Glühkerzen, die wir rausgenommen haben. Erfolgreich, ohne Bruch. Das wird euch aber gleich entscheiden. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus. Ich habe an diesem Auto ja schon die Injektorendichtung neu gemacht. Das war vor 5-6 Wochen, weil dort komplett alles voll mit Öl war. Und der Wagen an sich, ich kann es ja mal so filmen, der Motor an sich, wir haben hier einen 1,6er, so ein typischer PSA-Motor, also die haben ja generell Probleme mit viel Hitze, weil diese Anordnung von dem Turbolader suboptimal ist, finde ich. Die Glühkerzen sind ungünstigerweise auch noch hinten, das heißt, wir müssen hier die Ablage gleich abmontieren und dann werden wir auch an die Glühkerzen kommen. Wir benutzen wieder mal, jetzt blenden wir das mal hier ein, wieder mal unser Set, womit wir natürlich die Glühkerzen in Angriff nehmen. Das heißt, wir nehmen das Finn Super, was auch im Shop erhältlich ist. Jetzt mal Werbung in eigener Sache. Ja, lasst mich auch mal. Dann nehmen wir das EM30, wenn wir Verkokungen feststellen, ja, damit die gelöst werden. Und dann habe ich hier noch Power Vibes. Das sind Tücher, Reinigungstücher. Da werde ich euch nachher auch zeigen, weil die ein oder andere gefragt haben, was ist denn das für eine große Dose? Da sind nämlich 90 Tücher drin. Und zu guter Letzt beim Wiedereinbau zum Schutz, beziehungsweise für den Wiederausbau irgendwann in ferner Zeit, das HT1200, das ist die Creme. Und da drauf nochmal, jetzt kannst du wieder zu mir kommen. Einige hatten gefragt, wofür ist denn dieses Teil? Das ist der Aufsatz für genormt. Dieser Anschluss hier ist genormt. Also bei vielen Tuben erhältlich. Und da schraubt man also diese Spritze, diesen Dosierer, den kauft man einmal und kann den auf jede Tube drauf schrauben und kann dann mit Leichtigkeit und ganz minimal natürlich gezielt Fett pressen. Ja? Bevor jetzt alles in Werbung eskaliert, baue ich jetzt alles auf. Ich würde sagen, ich spule das Ganze vor. Hier kommt alles ab. Danach lassen wir den Motor nochmal warm laufen, weil wie gesagt, da hinten ist es. Ich kann nur noch mal kurz hier zeigen, wie das Ganze aussieht. Kurz mit dem Zehner. Ja. Eine Sekunde. So, damit ihr euch auch vorstellen könnt, was das für ein Motor ist. Ein TDCi, wie gesagt, 1,6 Liter mit knapp über 100 PS, 104 oder sowas. Da liegt der Kollege. Hier hatte ich auch vor kurzem noch einen Ölwechsel gemacht. Wir haben hier übrigens etwas über 160.000 Kilometer, aber Wagen wird auch nicht so viel gefahren. Überwiegend auch Kurzstrecke. So, wie man hier sieht, unsere Injektoren sind immer noch dicht. Hier war ja alles voller Öl gewesen. Und das Blöde ist, durch diesen Deckel konnte man das gar nicht sehen. Und ganz da hinten sind die Glühkerzen, ja? Da hinten. Ja, sieht man tatsächlich. Richtig beschissen angeordnet. Also normalerweise bei den ganzen VW-Modellen oder so ist das hier vorne, bei dem Auto hinten. Dafür ist aber der Turbo hier vorne und bei den VW-Modellen hinten. Pro, Contra, man kann sehen, wie man es möchte. Ich würde sagen, wir spulen vor, die Kamera kommt hier hin, let's do it. Richtig angenehm. Schaut mal, was ich hier habe. Richtig viel Platz. Zwei Schrauben plus die Scheibenwischer. Und hier unten sind unsere Glühkerzen. Eins, zwei, drei und da hinten, hinterm AGR-Rohr, vier.
Also wir kommen relativ gut dran, aber das Geile ist wirklich dieser Platz hier, ne, wo ich mit dem Schraubenzieher gerade so wedel. Also 1, 2, 3, 4. Die Frage ist natürlich, wie ist der Zustand? Sind sie verguckt oder nicht? Das werde ich jetzt gleich sehen. Wir ziehen mal den ersten ab. Ich muss nur mal gerade eben schauen. Ah ne, gut, die Clips sind hier eingeklipst. Kannst du hier reinfilmen hier? Sind hier eingeklipst, die Kabel, das sind die Kabel von den Glühkerzen. Ne, hier auch aufpassen, die Stecker gehen manchmal kaputt. Dann habt ihr das blanke Plastik dran, aber nicht den Rest. Ich würde sogar am liebsten, würde ich sagen, ich guck mal gerade genau, diese Brücke, diese Plastikbrücke, ist verbunden, beziehungsweise mit an, unter anderem verbunden mit den Rehleitungen. Das heißt, die Brücke, die würde ich gerne rausnehmen, dann haben wir hier noch mehr Platz. Und da schlummert schon die erste Glühkerze. Achter Nuss kommt da drauf, Langnuss. Wieder so eine elend kleine Glühkerze, coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir hier? Fühlt sich an wie ein, ja, Sechser oder so. So, jetzt habe ich hier eine Achter Langnuss. So, das ist jetzt nur diese Kunststoffbrücke. Oh, Motor ist noch warm. Das AGR, warum das hier so dreckig ist, das ist von den undichten Injektoren gewesen. Da lief hier ein bisschen so eine Ölschmiere runter mit der Zeit. Weil sonst ist das AGR eigentlich dicht. So. Ziemlich lang, der Kollege. Ey, das ist ja mal fast schon so angenehm wie von vorne rausschrauben. So, die tun wir mal hier hin. Dann habe ich die gleich wieder bereit. Dann haben wir noch hier eine. Ach, jetzt habe ich es gefunden. Irgendwie komme ich da gar nicht drauf. Warum nicht? Also diese Schraube, oder ist die doch die? Ich kämpfe gerade mit dem Lokalisieren der. Aber so wie das aussieht, ist diese Schraube größer. Ja, Mann, um die Ecke. Ich könnte jetzt einen Spiegel nehmen. Ja, ist echt schwierig, das einzufangen. Ja, warte mal. Habe ich so von dem Lupo noch einen Spiegel, dann könnte man theoretisch mal. Aha! Warum nicht gleich so, Herr Admiral? Jo, Alter, die ist wirklich, das ist ein Zehner, der andere. Ich bin nämlich das Kabel entlang gegangen. Das Problem ist, es gibt eine zweite Version. Dieses Auto wurde vier Monate vorher mit einer anderen, anderen Motortyp gebaut. Und das Problem ist, dass es dann welche gibt mit Glühkerzensteuergerät oder Vorglühsteuergerät, nennt man es ja, und dann ohne. Bei den anderen Modellen, bei den älteren, sitzt es auf der Fahrerseite unter dem Scheinwerfer und bei anderen Modellen irgendwo linkslastig, also vom Fahrer aus gesehen rechts hinten am Motor. Muss man echt gucken, ist auf jeden Fall mit Suchen verbunden. Aber wenn da natürlich genau steht, Glühkerzensteuergerät ist befallen. Gut, was ist befallen, aber defekt. So, jetzt sehen wir hier die Glühkerzen. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich das, flackert das sehr oder geht's? Bis jetzt geht's. Na gut, so, der ist jetzt auch locker. Kabel ab. So, ich habe es auch noch nie gemacht. Ich ziehe mal den zweiten Stecker ab von der Glühkerze. So, der zweite Stecker geht auch recht gut ab. Jetzt nehmen wir den dritten. Ach du Scheiße, der ist genau hier. Warte, warte. Oh ne, muss ich eine Spitzhacke holen. Eine Sekunde. Kabel ist hier und eins ist natürlich unterm AGR-Rohr, oder was? Warte, warte. So, drittes ist auch ab. Und das vierte ist genau da drunter. Ich werd blöde. Hier ist das AGR-Rohr, genau da drunter. Alter Belli. Ich sehe es noch nicht mal. Siehst du was? Nee, ne? Ich sehe überhaupt nichts. Ist das eigentlich sowas für dich? Hier, Alex. Jetzt ja. Mal Hand aufs Herz. Ja, macht Spaß. Macht Spaß, ne? Ja, Mann. Voll entspannt. Außer man macht sich die Finger so ultra krumm. 1, 2, 3. Der vierte muss doch hier sein. Aber ich finde ihn nicht. Okay, mach mal kurz einen Cut. Ich muss echt suchen. Ich habe keine Ahnung. Der ist irgendwo hier versteckt. Bis gleich. Alex, ich habe es gefunden. Ja? Komm mal her. Ey. Also ich habe mich jetzt gerade daran orientiert. Hier ist ja der. So, warte mal, ist das der erste Zylinder? Getriebe? Ne, das müsste der. Ja, ist eine Ford. Ich glaube, das ist der erste Zylinder, ja. Genau hier dann orientiert und da unten habe ich ihn gefunden. Also wenn ich hier mit der Hand über das AGR-Rohr reingehe, zum Glück kann ich mit der Nuss von hier oben rein. Okay. Weil sehen tust du dann nichts. Was ich aber sehe jetzt schon,
ist, dass die Glühkerzen leider Gottes, vielleicht kann man das hier, guck mal. Sieht man das hier? Ja, es ist hier, hier, wo man an der Spitze von meinem Schraubendreher, doch, da sieht man noch was. Du kannst ja reinzoomen. Ja. Da ist ein bisschen was feucht. Da kommt ein bisschen was raus bei dieser Glühkerze. Mhm. Die werde ich mit EM30 noch einsprühen. Nur ein ganz kleines Problem ist noch, wir haben gar keine Kuhle. Kuhle heißt, dass sich die Flüssigkeit, dass man die da reinsprüht und sie sich langsam reinarbeitet. Haben wir nicht. Ich werde den Motor jetzt auch nicht weiter warm laufen lassen. Der ist ja so, ja, halbwegs betriebswarm. Ich werde das jetzt einsprühen und dann lassen wir das 10 Minuten einwirken. Und zwar beginne ich als erstes mit dem EM30. Das EM30 löst ja die Verkokung. Ich mache es einfach on top und dann das Finn super. Keine Kugel drin, nochmal als Richtlinie. Ohne Kugel könnt ihr direkt draufhalten. Ne, guck mal. Das geht richtig schön da rein. Da ja. Vorne auch. Ja, und hier wird's übel. Das Gute ist, das löst auch ein bisschen den Dreck, der da haftet. So, jetzt haben wir das Finn Super. Das ist ja das Ultrazeug mit dem übelst krassen Teflonanteil. So, und das bringen wir auf den Injektor jetzt. Ja, auf die Glühkerze von oben. Und da kann ich ja durch den langen Strohhalm kann ich schön auf die Glühkerze draufhalten. Boah, da wird man aber. Ja, Digga, das ist gute Medizin. Ja, Teflon. Ja, genau. So, wir lassen es einwirken. Ich sprühe jetzt hier nochmal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir sie lösen. 10 Minuten maximal. Ich mache das folgendermaßen wieder mal. Mit Druckluft ein bisschen sauber machen. Wenn da jetzt eine Kuhle wäre, wo sich Dreck ablagert, wäre es natürlich noch optimaler. Weil wir den Dreck dann, der gelöst wird, direkt mit rauspusten. Aber jetzt sprühen eher sekundär, Ding mit dem Druckluft. Aber trotzdem ist halt so ein Tick bei mir. Oh, die Dose wird langsam leer. Muss noch ein paar neue kaufen. 25 Glühkerzen habe ich bislang. Wir müssen heute den Rekord, ne? Der muss aufrechtgehalten werden. Ja. Boah. Boah, da komme ich gar nicht hin. Na toll. Ist die Taschenlampe komplett? Bis nach Afghanistan gerutscht hier. Übrigens ist das auch ein Argument, ne? In mehreren Formen sprühbar. Das kann auch nicht jede Dose. Das stimmt. Ja, weil dann, wenn du die über Kopf hast, haben die keinen Druck mehr, genau. Genau. Gut. Jetzt geht's los, Leute. Aktuell, Alex, schreib auf. Aktuell 25 Glühkerzen gelöst. T4, 320 CDI zweimal und so weiter und so fort. Der Holgerwagen war ja auch, sind übrigens die gleichen Glühkerzen von der Form. Ja, auf jeden Fall sind jetzt, wenn die 4 rauskommen, sind wir bei 29. So, es geht los. Ich löse den ersten. Du musst sagen, ob du genug sehen kannst. Also die hier, da kommt man ja super dran. Ja. So, fangen wir mal an. Die Nuss ist drauf. Das ist auch wirklich so eine Sache, so eine Gefühlssache, ne? Mit der man hier arbeiten kann. Vor allem, wenn man so einen Gelenkkopf dran hat wie ich. So. Ey, das gibt's, das ist nicht wahr, ey. Das ist wirklich, das ist... Das ist nicht wahr. Es ist immer wieder dieses gleiche Gefühl. Es ist nicht wahr. So, halten wir fest. 26. Es ist wirklich, es ist unglaublich. Hier wurden an dem Fahrzeug, ich habe extra nochmal gefragt, noch nie die Glühkerzen getauscht. Ohne Witz. Oh, aber ich merke, guck mal. Da sieht man aber auch, guck mal, wie das Finn super da reingeflossen ist. Siehst du das, diese Schmiere? Ja. Sieht man richtig, wie das reingeflossen ist. Richtig krass. Wir können die ja mal gleich testen. Vorher, nachher. Oder vergleichen die mal mit einer neuen, dass man das direkt mal sieht. Genau, die können wir hier haben wir ja die neuen. Die können wir mal gucken, ob die gleich, ja, sind identisch. Aber wir können mal gleich 12 Volt drauf geben und gucken, wie lange die braucht zum Glühen. Um auch die Bestätigung zu haben, dass die kaputt ist. Ja. Ich baue mal, warte, eine Sekunde, ich baue mal was auf. So, ich schließe jetzt hier alles an der Batterie an. Die Batterie ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so voll, weil ich ziemlich viel probiert habe letzte Zeit. Aber übrigens, dieses Werkzeug, hammergeil, Leute. Das ist so noch die Erweiterung von der Prüflampe sozusagen. So, ich gebe Masse drauf und hier wäre dann Plus. Und dann bin ich gespannt. Dann sehen wir ja hier, wie schnell die neue Glühkerze rot wird. Habe ich Kontakt oder nicht? Irgendwas hat jetzt hier gequalmt. Ja, das wird ja heiß. So. Ja, da siehst du, wie heiß die wird? Jo. So, wie lange hat das gedauert? Keine Ahnung. Ist auch jetzt, hängt ja auch an der Spannung ab, von der Spannung ab, die
beziehungsweise von der Stromstärke, die die Batterie abgibt. Ne? Aber sie wird relativ schnell, wird so heiß, glüht förmlich. So, jetzt und das mal. Fängt schon an zu glühen, wenn man dann die genau, Zündung das ist, anmacht? Genau, ja, das ist ja damit, das ist ja ein Diesel, ein Selbstzünder. Und die Vorkammer muss, wenn man schon von der Ferne das Auto aufschließen will oder die Tür öffnet, dann fängt er schon an, diese Aktion durchzuführen, damit die Kammer vorher geglüht wird. Genau, dann spritzt nur noch Diesel rein und die Explosion findet statt. Und wenn die jetzt natürlich nicht arbeitet oder, keine Ahnung, einige davon nicht heile sind, dann braucht der Motor natürlich oder hat Probleme beim Anspringen. So, jetzt kommt der Test 2. Wie sieht's aus mit der gebrauchten? Beziehungsweise die, die drin war. Gar nichts. Nee. Nix. Komplett im Ursch. Nochmal zum Vergleich, nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwie Kokolores. Ja, die wird noch nicht mal warm. Dann ist hier drin der Draht kaputt. Übrigens, dass das jetzt so sauber aussieht, liegt natürlich auch an dem Finn super. Das macht nämlich das Ding unter anderem sauber. Und jetzt nochmal, hier, wenn die rote Lampe leuchtet, dann gibt er die 12 Volt durch. Achtung. Da. Ja. Also wie gesagt, die Batterie ist schwach, nur zum Verdeutlichen. So, die ist schon mal kaputt, deckt sich mit den Angaben, Notlauf etc., weil das Steuergerät merkt, ich habe hier einen kurzen, also beziehungsweise Strom fließt nicht, dementsprechend kommt die Fehlermeldung und dann geht das Auto auch in Notlauf. Das Problem ist ja eher, ich würde dafür, also wenn ich jetzt der Hersteller war, würde ich eher daran denken, das Auto gar nicht anzumachen, also den irgendwie komplett zu sperren, weil wenn der ohne vorgeglühter Kammer, klar springt ein Diesel auch irgendwann an, braucht aber länger und es ist auch nicht so gut. Aber naja gut, was willst du machen? So komm, wir schrauben die zweite jetzt raus. So. So, Achtung. Ich drehe jetzt. Mit einem Finger hier, ne? Oh. Mehr Widerstand, okay. Also die ist auf jeden Fall fester. Aber das war auch die, wo ich gesagt habe, da ist dieses Schwarze vorne. Also die Verkokung. Ja. Also es fühlt sich noch gut an. Nein, die kommt. Oder? Ja, die ist richtig heftig. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen, drehe ich mal nach vorne. Doch, die hat sich gelöst. Die hat sich gelöst. Die ist so dünn, die kann schnell brechen. Oh ja. Hier merkt man knack. Ja. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sich die Verkokung innerhalb dieser. Hier. Ah, nochmal gezeigt. Nochmal gezeigt. Dieses Knacken ist. Wenn so. Oh, die ist, wenn hier. An diesem Körper, dass wenn da Ölkohle ist, dann knackt das, weil sich das löst durch das Drehen. Knack, ne? Ja. Weil wir, das ist wie so ein Kleber, den sich. Was ist mit dir denn los? Du ziehst mich hier schon aus. So. Wie so Rost im Gewinde. Ja, genau. Wo du so merkst, knack. Er schiebt ja den Dreck sozusagen nach vorne, hier nach links und rechts. Ich werde nochmal ein bisschen nachsprühen und dafür dann aber den Dreck lösen. Also bei dieser Sache wirklich, nehmt euch da Zeit, macht da keinen Stress, weil nachher habt ihr genug Stress. Dann kommt der nächste, wenn er drauf ist. So, der ist drauf. Was haben wir hier? Okay. Auch sehr schwer im Vergleich zum ersten. Also dreht durchgehend schwer. Das heißt, ich schiebe gerade direkt nach oben. So, ich drehe nochmal fest. Ja, hier merkt man jetzt, hier merkt man deutlich, dass. Da hast du gehört, Kind? Ja. Ja, jetzt habe ich wieder noch. Jetzt sprühe ich hier nochmal was an. Das ist schon so ein Panikmoment, wenn das dann so knackt. Ja, Digga, wenn es reißt, dann hast du Arbeit ohne Ende. Ich sag dir das einfach, weil es so einfach so ist. Jetzt muss ich mal die Glühkerze hier finden. Da, siehst du. Ja, du siehst wahrscheinlich gar nichts. Ich kann es nur euch sagen. Jetzt bin ich habe hier so ein kleines Guckloch. So, ich bin aber drauf. Bitte geh du wenigstens leicht ab jetzt, damit ich. Oh ja. Ja, doch. Ja, weil die wäre schwer zu erreichen gewesen, ne? Ja. Jetzt mit hier hin und her. Aber die beiden in der Mitte, da mache ich mir jetzt aber. Nein, das kriegen wir natürlich gelöst. Wir müssen, also wir sind jetzt bei 27. Und Glühkerze definitiv kaputt. Gut, nach so vielen Jahren, das Auto ist jetzt 12. Noch nie Glühkerzenprobleme gehabt. Jetzt alle vier auf einmal kaputt. Oder es hat mit 2 angefangen. Und jetzt kam auf einen Schlag 3, 4. Oder 3 waren schon kaputt und 3, 4 ist der vierte ist dazugekommen. Guck mal, bis zum Ende hin habe ich immer noch Widerstand. Die erste, die konnte ich ja ziemlich gut abdrehen. Ja, das wird ein langes Video, wa?
Aber die Leute müssen ja mitfiebern. Das stimmt. Das ist halt das Problem, ne? Man denkt immer, ach komm, ich löse mal hier Zündkerzen. Nee, Glühkerzen, Digga. Da geht man ja auch dementsprechend nicht so oft dran, ne? Guck mal da. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass es so heiß ist, aber das ist ja. Ja, die ist noch lauwarm. Ich glaube, die lief sogar noch ein bisschen. Die ist sogar noch warm. Was ist das für eine Schmiere da oben? Das ist das Finn Super, was da runterlief. Am Gewinde entlang. Das läuft ja runter, deswegen ist das eine Schmiere. Wir können mal gucken, ob die funktioniert überhaupt noch. Ich halte sie wieder an den Karton. Na, was ist? Nix. Weiter geht's. Jetzt gehen wir an den wir gerade eingesprüht hatten. Also nicht gerade, sondern den davor. So. Okay. Also das hier abzumachen, lohnt sich auf jeden Fall, diese Brücke. Den Einbau zeige ich jetzt natürlich nicht. So. Okay. Woo! Knack. Ja, da löst sich die Verkupplung. Ja. Ich grüße hiermit den T4. War genau die gleiche Scheiße. Ja, aber ich merke, es ist deutlich besser. Deutlich besser. Ja, wir drücken jetzt diesen Dreck, der da sich gebildet hat. Drücken wir jetzt die ganze Zeit an der Außenwand so ein bisschen herab. Das hört sich schon echt fies an. Ja, das hört sich fies an. Ich ist für mich auch, das geht bis nach unten. So ganz unten. Aber das Schlimmste haben wir überstanden. Es gibt ja dann das Problem, die Schwelle, wo man weiß, oh Scheiße. Bin ich jetzt dabei, sowas zu lösen, so eine Verkokung, knack, knack, oder ist es das Bauteil selber? Ah, hier sieht man schon, wie viel Gewinde raus ist. Sieht man das? Oh, warte, mal hier. Genau da unter der Nuss. Kann man das erkennen? Müssen wir vielleicht reinzoomen. Guck mal mit dem Zoom, genau. Siehst du? Guck mal, bis wohin das Finngrieß gegangen ist. Siehst du die Schmiere? Jo. Das hätte nie... Guck mal, bis da unten hin. Guck dir die Scheiße an. Hier, wisch es mal auf dem weißen... Guck dir das an. Das ist alles... Alles Finngrieß. Finngrieß, Finn super. Ich behau auch schon den Namen. Ja. Ne? So, jetzt der letzte und dann Rekord aufrecht halten. So. Finn, super. Leute, ich muss auch wirklich sagen, heute ist, ich glaube, der vierte Tag, glaube ich. So, warte. Ja. Boah, der fühlt sich aber immer noch schlecht an. Oh ja. Der ist der Schlimmste. Ich würde sagen, damit das nicht zu lang wird, ich werde mich jetzt so vorarbeiten. Wenn er bricht, sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten sehen wir uns auch wieder. Sehen wir uns auch wieder, wenn ich ihn rausziehe. Leute, bis zum Ende. Bis zum Ende. Alex, sag den. Nicht, dass die den. Bis zum bitteren Ende. Hat's geknackt, wie die Sau. Ich zieh den wieder raus. Jawohl. Warum hat der so geknackt? Der sieht gar nicht so schlimm aus wie der andere. Ja. Sehr seltsam, ne? Gucken wir auch hier nochmal zum Abschluss. Weil den Einbau zeige ich jetzt aus Zeitgründen nicht. So. Man sieht's ja immer schon am Karton, wenn er brennt. Wenn? Ne. Voll im Arsch, alle vier Kerzen. Ne? Also ich halte es hier dran und es passiert nichts. Ja. Nochmal den anderen zum Vergleich. Also der neue. So, ich drücke nach vorne, rote Lampe leuchtet. Das ist immer für mich das Zeichen für... Und jetzt halte ich es auf den Karton hier. Da qualmt schon, siehst du? Zack, schon durch. Also eindeutig, die Glühkerzen sind wirklich im Arsch, alle vier. Gut, dann deckt sich das komplett auch mit der Meldung alles. Ja, wir machen jetzt auch Schluss. Welche Zahl haben wir jetzt, Alex? 29? Ja, ich meine auch. Oder 28. Ne, 29. Ne? 29. Ja. Weil wir hatten ja zweimal einen Sechszylinder dazwischen, deswegen diese krumme Zahl. Und jetzt nochmal ein Tipp von mir zum Einbau. Die Dosierung HT1200, das ist jetzt der neue, auf die Fläche drauf, die ja auch in den Motor dann reinkommt. Schön mit dem Finger verreiben. Auch aufs Gewinde ruhig ein bisschen. Stellt auch eine Dichtigkeit her. Ist 1200 Grad hitzebeständig. Das so einbauen und ich glaube mir, wenn ihr in 2 Jahren, könnt ihr das mit den Hand, mit, also mit den Fingern fast schon rausdrehen. Also wirklich, das schützt davor, dass das festgammelt. Das schiebe ich jetzt alle, überall jetzt hier so rein, schraubt das fest, ganz easy peasy. Mhm. Und daran sieht man nochmal, wie, guck mal, wie fein sauber das Gewinde geworden ist. Guck mal, ich kann das mit der Hand, guck mal hier. Ja. Ja. Ich kann das mit der Hand reindrehen, guck mal, wie geschmeidig. Krass, jo. Guck mal, schon drin. Ja. Das liegt natürlich auch daran, weil das EM30 reingesprüht wurde. Das läuft an den Gewindegängen entlang und reinigt natürlich auch das Gewinde. Gut, da ist ein Bruchteil natürlich, läuft auch, die Flüssigkeit läuft in die Kammer rein, aber beim ersten Starten geht's raus. Euer Mr. Do It, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Danke, Alex. Gerne. Und viel Spaß beim Schrauben und hoffentlich habt ihr auch so Glück wie ich. Nein, das ist Können. Alles klar. Ciao. Bin super.